geteilt durch eine Mauer, 4 Meter hoch, 45 Kilometer lang. Betongewordene Geschichte. Symbol der Teilung Deutschlands und Europas. An keinem anderen Ort der Welt erscheint der Gegensatz der beiden Machtblöcke so krass. Nirgends prallen Schein und Wirklichkeit der Ideologien so erkennbar aufeinander wie an dieser Betonwand. Im Sommer 61. Die Welt im Sommer 61. Die beiden Supermächte, USA und Sowjetunion, haben ihre Einflusszonen in den 16 Nachkriegsjahren weltweit abgesteckt. Die Grenzlinie läuft mitten durch Europa. Im Ostblock hatte es nach Stalins Tod im Jahre 1953 Aufstände gegeben. Doch nun herrscht, wenigstens nach außen, wieder Ruhe. In Moskau regiert Nikita Chruschtschow als Partei- und Staatschef. Er steht auf dem Höhepunkt seiner Macht. In der atomaren Forschung hat sein Land die USA schon eingeholt. Als erste Macht ist die Sowjetunion mit ihrem Satelliten Sputnik in den Weltraum vorgestoßen. Allerdings bleibt der versprochene wirtschaftliche Aufschwung aus. Die Landwirtschaft kann die Versorgung der Bevölkerung nicht sichern. Und im Osten beginnt Maos China, sich dem Einfluss Moskaus zu entziehen. Für den 22. Parteitag im Oktober 61 braucht der Kreml-Chef auch deshalb dringend einen außenpolitischen Erfolg. Auf der anderen Seite des Atlantik hat während der vergangenen 8 Jahre Präsident Dwight D. Eisenhower eine Politik der Stärke gegenüber Moskau propagiert. Seit Januar 61 ist jedoch der 43-jährige John F. Kennedy Präsident der USA. Für ihn steht fest, dass der massive atomare Gegenschlag, der unter Eisenhower noch Patentrezept der Abschreckungsdoktrin gewesen war, nicht dazu taugt, auch kleinere Konflikte beizulegen. Kennedy setzt auf flexible, also abgestufte Abschreckung. Im Kalten Krieg zwischen den Supermächten auf dem Boden Deutschlands ist Berlin der Dreh- und Angelpunkt. Seit 16 Jahren dient die Stadt als Exerzierplatz für begrenzte Feindseligkeiten. Die alte Reichshauptstadt ist in 4 Sektoren unterteilt, beherrscht von den 4 Siegermächten als den Inhabern der obersten Gewalt. Auch hier spiegeln sich die Einflusszonen beider Supermächte wider. Im westlichen Teil mit D-Mark West und Bindung an die Bundesrepublik, im östlichen Teil mit Ostmark und dem Anspruch, DDR-Hauptstadt zu sein. Doch der Verkehr zwischen den beiden Teilen läuft fast reibungslos. ...53.000 Ostberliner arbeiten im Westen. Sie werden beim Wechsel vom Ostsektor in die Westsektoren nur gelegentlich kontrolliert. Darum wählen auch die meisten Flüchtlinge diesen Weg, um dann von West-Berlin mit dem Flugzeug in die Bundesrepublik zu reisen. 15. Juni in Ost-Berlin. Auf einer internationalen Pressekonferenz äußert Ulbricht seine Vorstellungen von einem neutralen Status West-Berlins. Die Korrespondentin der Frankfurter Rundschau möchte wissen, ob mit der Bildung einer freien Stadt die Staatsgrenze am Brandenburger Tor verlaufen würde. Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Nun war zum ersten Mal das Wort Mauer gefallen. Versprecher oder bewusste Irreführung? Dazu der damals in Ost-Berlin tätige Professor für Staatsrecht Wolfgang Seifert. Diese Pressekonferenz war ja am 15. Juni 1961, also fast 2 Monate vor der eigentlichen Aktion. Und ich glaube, aus den ganzen Umständen, die ich von damals kenne, schließen zu können, dass diese Äußerung von Ulbricht durchaus korrekt
ehrlich gemeint war, dass dahinter also nicht die Absicht steckte, den Westen zu täuschen, denn zu diesem Zeitpunkt ging Ulbricht ganz offensichtlich noch von seiner Konzeption aus, dass es notwendig sei, den Luftverkehr ziviler Art zwischen dem Westen und West-Berlin über den Flughafen Schönefeld laufen zu lassen und auf diese Weise die Kontrolle des zivilen Verkehrs von und nach West-Berlin völlig durch die DDR sicherzustellen. Im Notaufnahmelager Marienfelde wird die Raumnot immer größer. Die West-Berliner Behörden haben Mühe, mit der Menschenflut fertig zu werden. 8. Juli. Ab sofort müssen sich alle Ost-Berliner, die in West-Berlin arbeiten, registrieren lassen. Die sogenannten Grenzgänger sind starken Repressalien durch die Parteiorgane ausgesetzt. Diese Leute werden von vielen beneidet, weil sie ihr Geld in D-Mark West bekommen, die bis zu 5 Ostmark wert ist, und gleichzeitig von den billigen Wohnungsmieten und Wirtschaftstarifen in Ost-Berlin profitieren. Die DDR-Regierung nutzt diese Stimmung, um in der Bevölkerung Verständnis für eventuelle Sperrmaßnahmen zu wecken. 19. Juli in Washington. An diesem Tag wird hier im Weißen Haus die Strategie der USA in der Berlin-Krise endgültig beschlossen. Der Präsident ist vom Ergebnis einer neuen Umfrage des Gallup-Instituts beeindruckt. Danach sind 9 von 10 US-Bürgern bereit, im Notfall für die Präsenz der Westmächte in West-Berlin auch einen Krieg in Kauf zu nehmen. Was nun an diesem 19. Juli um 3 Uhr nachmittags hier im Weißen Haus beschlossen wird, ist ein historischer Kompromiss, der den wochenlangen Grabenkrieg zwischen den Falken und den Tauben in Washington beendet. Die Kampftruppen in Deutschland werden zwar verstärkt, doch der nationale Notstand, den die Chefs der Teilstreitkräfte fordern, wird nicht ausgerufen. Kennedy erklärt, er werde für die Freiheit West-Berlins im Notfall einen Krieg riskieren, nicht jedoch für Statusfragen Ost-Berlins. Er könne und er dürfe die Sowjetunion in ihrem Machtbereich nicht reizen. Nun, diese Strategie wurde vom Präsidenten akzeptiert und in seiner großen Rede im Juli auch angekündigt. Es ging in der Tat darum, unsere konventionellen Kräfte zu verstärken und unsere vitalen Interessen deutlich zu umreißen. Die Lebensfähigkeit von West-Berlin, die Präsenz der Amerikaner und der Alliierten dort und der freie Zugang. The viability of West Berlin, the maintenance of the American and Allied presence there, and access to West Berlin. Am selben Tag in West-Berlin. Der Minister für gesamtdeutsche Fragen, Ernst Lemmer, nimmt Stellung zur immer bedrohlicher werdenden Flüchtlingsfrage. Ich kann nur feststellen, dass dieser verstärkte Nervenkrieg des Ostens gegen West-Berlin und uns dazu beigetragen hat, die Flüchtlingsbewegung ansteigen zu lassen. Wir haben bis Mitte Juli 15.000 Flüchtlinge registriert. Dazu Egon Bahr, damals Pressesprecher des Berliner Senats. Wir haben doch überlegt, das wird die DDR nicht einfach so laufen lassen. Sie wird nicht die DDR leer laufen lassen. Und wir haben uns überlegt, was kann sie tun? Und wir haben in der Tat gedacht, sie würden 2 Arten von zusätzlichen Sperren oder Kontrollen, nicht Sperren, machen. Einmal zwischen West-Berlin und Ost-Berlin und zum anderen zwischen der DDR und Ost-Berlin, um den Strom abzudrosseln. Die Beurteilung der Lage in Bonn schildert der damalige Parteivorsitzende der FDP, Erich Mende. Wir wussten ja, dass diese Flüchtlingsziffer von Woche zu Woche anstieg. Und Ernst Lemmer, der damalige gesamtdeutsche Minister, nannte das Ganze eine Abstimmung mit den Füßen. Und es war uns klar, dass sich das die DDR auf die Dauer nicht leisten konnte, dass alles ihr weglief, vor allem Facharbeiter, mittlere Jahrgänge, nicht die alten. Es waren ja die mittleren und jüngeren Jahrgänge, die weggingen, ganze Familien. An diesem Tag verlassen 1809 Flüchtlinge die DDR. 24. Juli. Der US-Gesandte in Berlin, Alan Leitner, kabelt nach Washington, dass die Zahl der DDR-Flüchtlinge bis zum Jahresende insgesamt auf 4 Millionen ansteigen könnte.
Wir wussten, dass den Leuten in Washington die Situation an sich klar war. Und wir wiesen darauf hin, dass irgendwas passieren würde. Und wir wollten herausfinden, was Washington für den Fall plante, was Washingtons Politik war. Wir saßen hier rum und warteten, dass irgendwas passierte. Und niemand schien eine Ahnung zu haben, was wir dagegen tun würden. In der DDR wird das Problem der Flüchtlinge natürlich anders dargestellt. Der Präsident der Volkspolizei, Werner Gröning, erinnert sich. Damals war unsere Grenze zu Berlin-West offen, auf über 45 Kilometer. Täglich passierten 400.000 bis 500.000 Bürger über 81 offene Straßen, über 13 offene Verkehrsverbindungen der Stadtbahn und Untergrundbahn diese Grenze. Es gab sehr wenige Kontrollen, aber Schieber und Spekulanten trieben ihr Unwesen. Die Deutsche Demokratische Republik wurde ausgeplündert, wir wurden ausgeraubt und die Springerpresse fand dafür einen bezeichnenden Begriff. Man kann über Berlin-West die DDR ausbluten. 25. Juli in Washington. Um 10 Uhr abends hält Präsident Kennedy seine mit Spannung erwartete Berlin-Rede. Fernsehen und Radio übertragen sie direkt aus dem Weißen Haus. Und auch das weltweite Rundfunknetz der amerikanischen Streitkräfte ist angeschlossen. It is as secure in that sense as the rest of us. In dem Sinn ist Berlin so sicher wie der Rest von uns. Wir können seine Sicherheit nicht von unserer eigenen trennen. Wir möchten eigentlich nicht kämpfen, aber wir haben früher schon gekämpft und andere haben damals denselben gefährlichen Fehler gemacht, anzunehmen, dass der Westen zu eigensüchtig, zu weich, zu zerstritten sei, um sich Angriffen auf die Freiheit in anderen Ländern zu widersetzen. Leute, die damit drohen, dass die Diskussion um West-Berlin zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen könnte, sollten sich an die Worte des alten Philosophen erinnern. Ein Mann, der Angst verbreitet, kann selbst nicht frei sein von Angst. Wir möchten nicht zulassen, dass West-Berlin auch weiter als, wie man damals sagte, billigste Atombombe im Zentrum der DDR ausgenutzt wird und genutzt wird, dass West-Berlin ein Schwert oder wie ein Dolch im Leibe der DDR solche Rolle spielt. Das war die sowjetische Seite mit ihren Freunden bereit abzuschaffen. Was Kennedy gesagt hat, oder korrekter zum Verstehen gegeben hat, die Amerikaner werden in West-Berlin festbleiben, in West-Berlin festsitzen und ihre Interessen dort verteidigen. Und das war, ich glaube, der sowjetischen Seite zu diesem Moment schon vollkommen klar. Wenn die Russen versucht hätten, West-Berlin einzunehmen, hätte die NATO Pläne für entsprechende Gegenmaßnahmen gehabt. In einer Art von stufenweiser Reaktion hätten wir in den ersten Tagen das getan, in den nächsten Tagen etwas weiteres. Und das Ende vom Lied hätte durchaus ein allgemeiner Krieg sein können. Das ist wirklich keine Frage. Ich hatte das Gefühl, es gibt ja auch ein literarisches Zeugnis darüber, dass die Amerikaner den Russen zu verstehen gegeben haben, wenn ihr diese Grenze nicht überschreitet, braucht ihr mit konkreten Gegenmaßnahmen, sei es militärischer Art, sei es weltweiter, verkehrspolitischer, handelspolitischer Art, nicht zu rechnen. Da war der Geist von Jalta. 30. Juli in Washington. Der Vorsitzende des Außenpolitischen Senatsausschusses, Senator William Fulbright, sagt in einem Fernsehinterview: Ich verstehe nicht, weshalb die DDR-Behörden ihre Grenzen nicht schließen, denn ich meine, sie haben alles Recht, sie zu schließen. Der Präsident hat sich vorsichtig von diesem Statement distanziert. Einige Leute behaupten, ich hätte mit Fulbright gemeinsame Sache gemacht, weil es in einem Memorandum von mir und dem Präsidenten hieß, das wären hilfreiche Bemerkungen gewesen. Aber das war ironisch gemeint. Das waren keine hilfreichen Bemerkungen.
Trauriger Rekord in Marienfelde. Im Monat Juli haben sich 30.415 Flüchtlinge bei den Westberliner Behörden gemeldet. 3. August in Moskau. Die Flüchtlingsflut nach Westberlin zwingt Moskau nun zum Handeln. Hinter diesen Mauern im Ministerrat des Kreml treffen sich die Chefs der kommunistischen Parteien der Sowjetunion, der DDR, Rumäniens und Bulgariens, von Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei. In einer strikt geheim gehaltenen Konferenz soll endgültig beschlossen werden, wie der Ostblock reagiert. Ulbricht ist auf dieser Konferenz zugleich der Angeklagte und der Ankläger. Angeklagt, weil er es nicht fertigbrachte, die Menschen in der DDR mit ihrem Staat auszusöhnen. Ankläger, weil er mit Recht mehr Solidarität der Ostblockführer für die DDR verlangen kann. Schon im März hatte Ulbricht hinter diesen Mauern gefordert, die Westberliner Grenzen dicht machen zu dürfen. Damals lehnten die Genossen ab. Heute nun macht Ulbricht klar, dass Ostberlin seine Verpflichtungen im Wirtschaftsbündnis Comecon nur dann erfüllen kann, wenn die anhaltende Flucht von Arbeitskräften aus der DDR gestoppt wird. Seit Kriegsende, so rechnet Ulbricht vor, haben 3,5 Millionen Menschen das Gebiet der DDR verlassen. Die Produktion des Landes stehe kurz vor dem Zusammenbruch. Westberlin, das Spionagenest der Menschenhändler und Kopfjäger, müsse deshalb abgeriegelt werden, fordert Ulbricht. 3 Tage dauern die historischen Debatten hier im Kreml. Am Ende steht dann doch ein einstimmiges Votum. Westberlin wird abgeriegelt. 11. August in Ostberlin. Die Volkskammer tagt. Der stellvertretende Ministerpräsident Willi Stoph attackiert erneut die Zustände in Westberlin. Von den Kreisen, die Berlin gespalten haben, weil sie die demokratische Entwicklung in ganz Berlin fürchteten, wird Westberlin, das bekanntlich auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik liegt, als der hauptsächlichste Stützpunkt zur Organisierung des Menschenhandels benutzt. Der 12. August ist ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch. Am Wannsee nutzen Tausende die Chance, endlich einmal baden zu können, nachdem die zurückliegenden Wochen völlig verregnet waren. In der Eckkneipe zur Henne am Leuschnerdamm herrscht noch Ruhe. Bei Kempinski präsentieren Modeschöpfe den neuen Poncho-Stil. An den Grenzen zum Ostsektor beginnen Volkspolizisten, alle Passanten zu kontrollieren. Besonders scharfe Kontrollen werden an den S-Bahnhöfen durchgeführt. Am Brandenburger Tor und am sowjetischen Ehrenmal schießen Touristen die obligaten Erinnerungsfotos mit Soldaten der Roten Armee. Im Ostberliner Polizeipräsidium herrscht ungewöhnliche Betriebsamkeit. Hier hat sich ein Einsatzstab für die Aktion X etabliert. An seiner Spitze steht der 49-jährige Erich Honecker. Als Sekretär des Zentralkomitees für nationale Sicherheit zuständig, wurde er von Ulbricht mit der Leitung der Maßnahmen zur Grenzsicherung betraut. Am Nachmittag fährt er zum Döllensee, dem Amtssitz Ulbrichts. Der unterzeichnet um 16 Uhr die Befehle für die Sicherungsmaßnahmen an der Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik zu West-Berlin. Die Gaststätte zur Henne füllt sich langsam mit Gästen. Kennen Sie den obersten Gerichtshof? Am Kurfürstendamm spielt Hildegard Knef in dem Boulevardstück Die ist nicht von gestern. Wir sind uns also einig. Wie meinen Sie das? Über meinen Vorschlag. Von mir aus, ich habe sowieso nichts zu tun. Abgemacht. Im Lagezentrum des Westberliner Polizeipräsidiums übernimmt um 22 Uhr Oberkommissar Hermann Beck das Kommando. Dieser Dienst war ein Sonderdienst und wir hatten eine Einteilung getroffen, dass wir nach normalem Bürodienstschluss um 17.30 Uhr Beamte zur Verfügung hatten. Das war der Polizeikommissar vom Dienst, der die Informationen, die von außen kamen, zu sammeln hatte, auszuwerten hatte, sie weiterzugeben hatte an bestimmte Personen, beziehungsweise auch Anordnungen zu treffen hatte. Auf dem Dachgarten des Hilton spielt das Orchester Jimmy Walter südamerikanische Rhythmen.
Während auf dem Kudamm das Nachtleben pulsiert, schallen um 22.30 Uhr Alarmsignale durch die Kasernen der Nationalen Volksarmee und der Grenzpolizei. Statt der sonst üblichen Platzpatronen wird scharfe Munition ausgegeben. So, Meldung an den Oberleutnant. Konradi, aus! Der 19-jährige Konrad Schumann ist Unteroffizier der Volkspolizei. Im Hof der Kaserne bei Zepernick am Stadtrand von Ost-Berlin erwartet er mit seinen Kameraden den Marschbefehl. Genossen Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere. Sie sind eingesetzt von 1 Uhr bis auf Weiteres im Abschnitt der 2. Kompanie mit dem Auftrag, Grenzdurchbrüche in beiden Richtungen nicht zuzulassen. Grenzverletzer aufzuspüren, festzunehmen oder zu vernichten, sowie Provokationen frühzeitig zu erkennen und deren Ausdehnung auf das Gebiet der DDR zu verhindern. Bis zu dem Zeitpunkt war uns das alles vollkommen unbekannt, wie das verlaufen sollte und so weiter. Nicht mal unsere Offiziere, also Führungskräfte, selbst in der Kaserne wussten darüber Bescheid. Dann ging es von den Lastwagen weg Richtung Brandenburger Tor. Das war unsere erste Einsatzstelle. Da haben wir uns schon überlegt, also auf dem Fahrzeug, was da überhaupt los ist und warum und weshalb, was da passiert. Wie viel Uhr war das? 1.04 Uhr, danke. 13. August, 1.08 Uhr. Oberkommissar Beck registriert einen Verkehrsunfall mit Sachschaden und richtet sich dann auf eine ruhige Nacht ein, weil erfahrungsgemäß um diese Zeit nur noch wenige Meldungen eingehen. Um 1.10 Uhr wird im Fernschreibraum des Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienstes der DDR eine Sondermeldung abgesetzt. Der Kernsatz lautet: Die Regierungen der Warschauer Vertragsstaaten wenden sich an die Regierung der DDR und an alle Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik mit dem Vorschlag, an der Westberliner Grenze eine solche Ordnung einzuführen, durch die der Wühltätigkeit gegen die Länder des sozialistischen Lagers zuverlässig der Weg verlegt und rings um das ganze Gebiet Westberlins einschließlich seiner Grenzen mit dem demokratischen Berlin eine verlässliche Bewachung und wirksame Kontrolle gewährleistet wird. Kommissar von Dienst Beck. Ja, Moment. Ich wiederhole noch mal eben. 23 Militärlastwagen mit Volkspolizisten. Bewaffnet mit MG und MP am Pariser Platz. Danke. Ist auf einmal die Hölle los. KVD Beck. Brandenburger Tor von Fopo gesperrt. Radsperren. Bernauer Ecke Swinemünder. KVD Beck. Wir hatten natürlich auch damals schon Planungen, die Berlin betrafen, für den Fall, dass eine Unterwanderung von Ostagenten oder Volkspolizei von Berlin-West stattfinden würde und damit möglicherweise der Bestand Westberlins in Frage gestellt sein könnte. Und ich hatte zu prüfen, ob dies der Fall war, weil nach diesen Plänen dann den Alliierten Mitteilung zu machen war, ganz bestimmte Alarmplanungen bestanden und damit auch diese Alarme hätten ausgelöst werden müssen. Da sich alle Absperrmaßnahmen aber auf Ostberliner Gebiet genau an der Sektorengrenze abspielen, löst Hermann Beck noch keinen Alarm aus. Diese Entscheidung möchte er lieber seinem Vorgesetzten überlassen.
Unter den Volkspolizisten, die in vorderster Linie Dienst tun, ist auch Konrad Schumann mit seiner Gruppe. Für ihn verläuft die Nacht zunächst ruhig. Für die wenigen DDR-Offiziere, die genauer informiert waren, hatte die Nacht eine ganz andere Bedeutung. Was unter größter Geheimhaltung generalstabsmäßig vorbereitet war, lief nun quer durch die Stadt nahezu reibungslos ab. Ich war verantwortlicher Offizier an dieser Grenze. Was sein wird, habe ich am 12. abends gegen 21 Uhr erfahren. Ich war einer von den ganz wenigen, die nachdem sie wussten, was sein wird, an die Grenze raus sind und mit den Soldaten diskutiert haben. Das ist das, was mich eigentlich immer wieder beeindruckt hat. Es war ja zu der Zeit eine Stimmung, dass immer wieder die Frage gestellt wurde, wann wird endlich zugemacht. Sollen wir denn nicht doch den großen Alarm auslösen? Nein, wir machen nur mehr eins. Das ist ja schon eine ganze Menge. Also, Maniak, dann folgende Meldung. Wunschspruch an alle. Erstens, ab sofort Alarmstufe B1. Durch diese Entscheidung blieb es den Alliierten erspart, noch in dieser Nacht an den Sektorengrenzen einzugreifen. Propos, versperren, Leuchtner dann mit Stacheldraht rollen. Ich habe den anderen inzwischen verständigt, in Spangenberg. Der versucht den Bahn zu erreichen. Ist er noch in Nürnberg? Nein, der ist im Zug unterwegs nach Kiel, das ist doch morgen. Ach nee, heute, diese Riesenbahnveranstaltung. In Hannover wird der regierende Bürgermeister aus dem Zug geholt. Von dort fliegt er mit der ersten Maschine nach Berlin. Gegen 8 Uhr trifft er hier ein und macht sofort einen Informationsbesuch an der Sektorengrenze. Sein erster Eindruck? Schrecklich deprimierend. Die Vorkehrungen selbst, die da getroffen wurden, die Bautrupps, Sicherheitskräfte, und die Verzweiflung bei den Westberlinern, die nun nicht wussten, was werden würde. Und da gab es ja sogar die Befürchtung, dass dies etwas sein könnte, was Westberlin mit betreffen würde. Nicht ganz logisch, aber in solchen Situationen herrscht ja in den Köpfen der Menschen nicht nur die Logik, sodass es eine eigene Aufgabe wurde, neben der Frage an die Alliierten, lasst ihr das eigentlich zu, was entgegen dem Vier-Mächte-Abkommen da passiert, gleichzeitig den eigenen Leuten, den Menschen in West-Berlin, Vertrauen einzuflößen, dass sie keine Sorge zu haben bräuchten, keine Furcht haben müssten, dass nun West-Berlin auch vereinnahmt werden würde. Das war es ja gerade nicht, sondern es war das Abschotten West-Berlins vom anderen Teil der Stadt und von der umliegenden DDR. Sonntag, 13. August 1961 in Berlin. Seit Mitternacht sind Einheiten der Nationalen Volksarmee, der Volkspolizei und Betriebskampfgruppen dabei, die drei Westsektoren der Stadt hermetisch abzuriegeln. U- und S-Bahn-Verkehr sind eingestellt. Die Repräsentanten der Westalliierten versuchen auf verschiedene Weise mit ihren Regierungen Kontakt aufzunehmen. Die Antwort aus Paris? Der General ist auf seinem Landsitz in Colombey-les-Deux-Églises und wird am Montag zurückerwartet. Die Antwort aus London? Der Premierminister weilt zur Mohunjagd in Schottland. Die Antwort aus Washington? Der Präsident ist zum Segeln übers Wochenende nach Hyannisport gefahren.
Im Lagezentrum der Westberliner Polizei gibt der Kommissar von Dienst, Hermann Beck, einen aktuellen Überblick. Sind bis auf 13 alle unpassierbar gemacht worden. Und zwar meistens mit Drahtrollen oder auch mit Betonpfeilern und quergespanntem Draht. Andere sind mit Steinquadern verbarrikadiert. Fast alle Brücken, sowohl über die Spree wie über die Kanäle, sind gesperrt. Alle werden von schwer bewaffneten Polizeieinheiten oder Betriebskampfgruppen bewacht. Sowjetische Einheiten wurden bisher nicht ausgemacht. Um 9.30 Uhr tritt im Rathaus Schöneberg der Senat zu einer Sondersitzung zusammen. Ich lag in meinem Bett in Nürnberg und bin angerufen worden vom Chef der Senatskanzlei, Herrn Spangenberg, der sagte, hier passiert was, sieh zu, dass du so schnell wie möglich nach Berlin kommst. Und ich habe dann Brandts Sekretärin aufgeweckt, wir haben uns eine Taxe genommen und sind nach München gebraust und haben die erste Maschine nach Berlin genommen. Dann bin ich in das Schöneberger Rathaus geeilt und fand also wie einen aufgescheuchten Ameisenhaufen alles vor. Und ich habe gearbeitet, gewirbelt, gedacht, geredet, formuliert und ich weiß nicht mehr was. Und gegen Mittag kam mir plötzlich die Idee, du wirst mal deine Frau anrufen und sagen, dass du in der Stadt bist. Und sie war ganz erstaunt und fragte, warum eigentlich? Der Chef der US-Mission in Berlin, Alan Leitner, versucht immer wieder mit Washington Kontakt aufzunehmen. Wir haben ständig Telegramme geschickt, wie sich die Dinge entwickelten. Ich weiß nicht, wie viele wir losließen, mal abgesehen vom ersten, dass irgendwas vor sich ging. Um die Zeit habe ich natürlich auch versucht, Informationen zu bekommen, wo die Russen standen, wo die Ostdeutschen standen und was sie da anstellten. Dann haben wir nochmal ein Telegramm losgejagt, so gegen 6 oder 7 Uhr unserer Zeit, Berliner Zeit. In Washington herrscht um diese Zeit die Ruhe des frühen Sonntagmorgens. Lediglich im State Department, dem Außenministerium der USA, gibt es ein paar verhaltene Aktivitäten. Im Operationszentrum im 7. Stock hat sich seit einigen Wochen die Berlin Task Force einquartiert, ein Sonderstab, der sich speziell mit Berliner Fragen beschäftigt. Der Beamte vom Dienst in dieser Nacht ist John Osland, der erst vor 8 Tagen zu dieser Gruppe versetzt wurde. Ich rief zunächst mal Colonel Showalter an, den Verbindungsoffizier zwischen Pentagon und unserem Sonderstab. Er kam rüber und wir gingen die eingegangenen Meldungen durch. Die gaben uns keinen großen Aufschluss, aber es war klar, dass irgendetwas Wichtiges vor sich ging. Er rief beim Europakommando in Paris an, aber die hatten auch keine anderen Informationen als wir. Vielleicht hätte ich in Berlin anrufen sollen, aber zu der Zeit hatten wir keine abhörsichere Leitung. Und ich zögerte, die Situation mit unseren Leuten in Berlin zu besprechen, wenn ich davon ausgehen konnte, dass Russen oder Ostdeutsche unser Gespräch abhörten. Später bekamen wir dann ein sicheres Telefon und hatten diese Probleme nicht mehr. Dann versuchte ich, Kontakt mit einem meiner Vorgesetzten aufzunehmen, um deren Unterstützung zu bekommen. Aber der eine brachte seine Frau gerade zum Flughafen und ein anderer war in Ferien. Ich saß auf einem Insel, Tybee Island, in der Nähe von Savannah am 13. August. Ich habe gerade meinen Urlaub angefangen und ich muss zugeben, physisch erschöpft nach 6-7 Wochen intensiver Arbeit in der Vorbereitung für die Maßnahmen militärisch, politisch und so weiter, die denn Präsident Kennedy durchgeführt hat. Aber ich muss auch zugeben, wenn ich gewusst hätte, dass die Mauer am 13. August in Erscheinung kommen würde, bin ich sicher nicht in Urlaub gewesen. A bit after that, Frank Cash. Etwas später kam Frank Cash, der Kollege, der seine Frau zum Flughafen gebracht hatte, und ich fragte ihn, wo sind die Ablaufpläne für diesen Fall? Und er sagte, da drüben in meiner Aktentasche.
Ich ging rüber, nahm die Tasche, öffnete sie und schloss sie gleich wieder, denn es war überhaupt nichts drin. Da war mir klar, dass es für diesen Notfall gar keine Planung gab. Und in Berlin wartet der amerikanische Missionschef noch immer auf Anweisungen aus Washington. Reagieren die Verantwortlichen deshalb so gelassen, weil sie vielleicht doch auf die Ereignisse vorbereitet waren? Exactly. Exactly. This is what I was about to say. There was a lot of criticism about. Genau, das ist es ja, was ich sagte. Es gibt eine Menge zu kritisieren an der Art, wie die einzelnen Leute in die Gänge kamen. Sie hörten die Nachrichten und rannten fort zum Beten, nicht zu Gott, sondern um mit dem Segelboot rumzuschippern, zu einem Baseballspiel zu gehen oder wie Botschafter Dowling als Schiedsrichter ein Kinderbaseballspiel zu pfeifen oder sonst was. Währenddessen spielen sie an der Sektorengrenze dramatische Szenen an. Wie ein Lauffeuer hat sich in Ost-Berlin die Schließung der Grenze herumgesprochen. Wer vorhatte zu fliehen, benutzt die unübersichtliche Lage, um im letzten Augenblick in den Westen zu kommen. Um 11 Uhr wird Willy Brandt mit seinem Stellvertreter Amrehn und Senatsdirektor Alberts zu den drei westlichen Stadtkommandanten gebeten. Meine Frage an die Kommandanten war, was tut ihr einerseits, um den Westberlinern klarzumachen, dass sie keine Angst zu haben brauchen, und zweitens, was tut ihr, um auf den Vier-Mächte-Status aufzunehmen? Aufmerksam zu machen, von dem man uns so viel erzählt hatte und zu dem ja jedenfalls ein bestimmtes Maß an Freizügigkeit in der Stadt gehören musste. Die Stadtkommandanten waren, wie eigentlich immer in Begegnungen, die ich mit ihnen gehabt habe, sehr freundlich, sogar kameradschaftlich. Aber sie waren einfach überfordert, weil es sich hier um einen Vorgang handelte, der weit über ihren Kompetenzbereich hinausging. Wir waren sauer, dass wir wirkliche Mühe brauchten, um die Alliierten auch nur zu bewegen, ein paar Patrouillen, ein paar Jeeps an die Sektorengrenze zu schicken, damit die Bevölkerung sieht, sie steht nicht allein. Übrigens, die Westmächte sind auch noch da. Um diese Zeit ist der 19-jährige Unteroffizier der Volkspolizei, Konrad Schumann, vom Wachdienst abgelöst worden und kann mit seinen Kameraden in einem leerstehenden Haus nahe der Grenze ausruhen. Wir haben da am Sonntag ziemlich lange Dienst gemacht, fast bis nachmittags, dann sind wir abgelöst worden. Zurückgebracht und zum Essen. Und zwei, drei Stunden später sind wir dann schon wieder an die Bernauer Straße gekommen zum Dienst machen. Dann waren wir praktisch laufend im Einsatz. Erst am Montag dann, am 14. haben wir irgendwo in der Turnhalle unser Gepäck und alles unterbringen können. Das rasieren mal und waschen, das war ja in der Zeit gar nicht möglich vorher. Um 13.10 Uhr bringt der Sender Freies Berlin eine Sondersendung mit einem ersten Überblick. Sie wird eingeleitet vom Minister für gesamtdeutsche Fragen, Ernst Lemmer. Auf der einen Seite empfinden wir tiefe Bedrückung darüber, dass wir nicht in der Lage sind, in diesem Augenblick bereits diesen unerhörten Vorgang zu korrigieren, der mit der Teilung dieser Stadt in der vergangenen Nacht begonnen hat. Sie sind auch heute Morgen noch rübergekommen mit Ihrer Familie. Wie spät war es denn da? Ich bin mit dem Wagen bis an den Stacheldraht rangefahren und dann musste man über Stacheldraht rüber klettern. Und wo eine größere Menschenmenge war, sind wir rübergeklettert. Wo war das? An der Zonengrenze oder Sektorengrenze? Nee, hier in Treptow. Treptow, ja. Hieß die Elsenstraße unten war. Ja. Sind Sie mit der Familie über den Stacheldraht? Ja, direkt über den Stacheldraht. Also es war fürchterlich aufregend. Ja. Alles stehen und liegen gelassen. Also wir haben nicht ein Pfennig Geld. Nichts an, nur das, was wir anhaben. Inzwischen hat sich die Stimmung in der Bevölkerung spürbar aufgeladen. Tausende strömen an die Sektorengrenze und machen ihrem Unmut lautstark Luft. Von den westlichen Alliierten ist zu diesem Zeitpunkt nichts zu sehen. Volksaufstellung! 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 Volksaufstellung!
10 Uhr Ortszeit in Washington. Das State Department ist am Morgen dieses 13. August das eigentliche Zentrum der Entscheidung über Maßnahmen des Westens. Dean Rusk und sein Vertreter Kohler reagieren kühl. Sie meinen, dass die USA nichts unternehmen sollten, um die Absperrungen zu verhindern. Stacheldraht an der Sektorengrenze, das ist für sie kein Grund, um militärische Präsenz zu zeigen. Kennedy ist in Hyannisport beim Segeln. Rusk teilt ihm mit, was in Berlin geschieht. Der Präsident gibt sich gelassen. Da ja nur Ostberlin betroffen sei, gebe es keinen Grund, an der Sektorengrenze einen Krieg zu provozieren. Kennedy stimmt einem Pressestatement zu, in dem es heißt, der Westen werde protestieren. Dann geht Dean Rusk zu einem Baseballspiel, der Präsident zurück zum Segeln. Ich sage Ihnen, diese Pressemitteilung, die Rusk dann schließlich rausbrachte, war ein regelrechtes Wischiwaschi. Es bewirkte überhaupt nichts, was wir eigentlich mit unserer Presseveröffentlichung erreichen wollten. Aber das passte genau zu dem, was damals so ablief. Sie operierten ausschließlich auf einer Basis, von der Sie sicher sein konnten, dass sie den Wünschen des Präsidenten entsprach. Und das war auch richtig. Der Präsident wollte so wenig wie eben möglich unternehmen und bloß keine schlafenden Hunde wecken. Konrad Schumann hat wieder Dienst an der Grenze. Im DDR-Fernsehen rechtfertigt Karl Eduard von Schnitzler die Absperrmaßnahmen. Auf unserer Seite ist nicht nur das Recht, sondern auch die Macht. Und bei uns ist die Macht in guten Händen. Wir haben heute, ohne irgendwelche Westberliner Interessen zu verletzen, von unserem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch gemacht und eine solche Kontrolle an unseren Grenzen eingeführt, wie sie an den Grenzen eines jeden souveränen Staates üblich ist. Montag, 14. August. Die Grenztruppen der Volkspolizei werden von Schulkindern mit Blumen beschenkt. Die Grenzsicherung geht weiter. Auf Dächern und sogar unter Wasser sollen Drahtsperren die letzten Fluchtwege schließen. Die rigorose Teilung der Stadt bringt für Hunderttausende Berliner bittere Erlebnisse. Auch dieses Brautpaar hat heute eine eher traurige Erinnerung an seinen Hochzeitstag. Naja, wir sind vom... Ich kann nicht. Also, war erstmal ein dummer Tag, fangen wir so an, wie uns die Schnauze gewachsen ist, solche Sachen. Wir haben ja geheiratet dann. Ich bin jetzt durcheinander auch. Wir sind dann vom Standesamt und wir sind dann bei meiner Mutter vors Fenster. Sie sah uns kommen, es war Schlimmes. Es war einfach unmöglich. Ja. Meine Mutter oben am Fenster, ich unten. Und die Leute brachten mir Blumen und ließen eine Schnur runter. Ja, und dann sind wir heimgefahren. Da habe ich mich umgezogen. Dann waren wir noch mal im Weiß dort und hat mein Mann Sekt hochgelassen, damit sie wenigstens im Gedanken mit uns anstoßen konnte. Die ganze Feier, die Atmosphäre, die war einfach traurig. Ja. Es war, jeder hing seinen Gedanken nach und jeder, der versuchte, was anderes, ein bisschen gemütlich zu werden, aber es ging einfach nicht. Ja. Die Situation, die war einfach unmöglich. Also. Konrad Schumann sah sich beim Patrouillengang am Stacheldraht in einer schwierigen Lage. Für uns waren die Erlebnisse nicht angenehm. Die Westberliner haben uns beschimpft. Ausdrücke möchte ich halt bekannt geben, die sind wahrscheinlich nicht sehr schön. Und von Ostberliner Seite war das Gleiche. Das sind ja am Montag ja, ziemlich Menschenauflauf und am Sonntag auch schon gewesen. Aber da sind dann von hinten die sowjetischen Panzer von der NVA gekommen und haben die Menschen wieder auseinandergetrieben. Wer war das? Man hat zu studieren angefangen. Ich selber habe dann überlegt, warum, weshalb, was ist da falsch und was wird da gemacht. Das ist da irgendwie nicht richtig. Da
mein Bild, was ich mir gemacht gehabt habe von der DDR, ist irgendwas kaputt gegangen. Das hat nicht mehr gestimmt. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, irgendwann zu fliehen. Dienstag, 15. August. Die drei westlichen Stadtkommandanten haben eine offizielle Protestnote an den sowjetischen Stadtkommandanten Oberst Solejew geschickt. 36 Stunden hat es gedauert, bis ein Text zustande kam, in dem zurückhaltend von einer Beschränkung der Freizügigkeit in Berlin die Rede ist. Die drei fordern Solojew auf, dafür zu sorgen, dass die ganze Stadt betreffenden Abkommen eingehalten werden. Die Aufhebung der Sperrmaßnahmen verlangen sie nicht. Die Absperrung der Sektorengrenze ist bald so perfekt, dass nur noch die Häuser direkt auf der Grenze als Fluchtmöglichkeit bleiben. Menschen riskieren und verlieren ihr Leben beim Sprung in den Westen. Die 73-jährige Ida Siegmann ist das erste Todesopfer bei diesen Fluchtversuchen. Diese Zustände und die verständliche Wut der Berliner bringen ihren Bürgermeister in eine schwierige Situation. Die alliierten Stadtkommandanten haben ihn beauftragt, mit seinen Polizeikräften für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Ihre eigenen Truppen haben sie völlig zurückgezogen. Das erregt die Gemüter der Westberliner besonders. In dieser Lage entschließt sich Willy Brandt, einen persönlichen Brief an Präsident Kennedy zu schreiben. Und wenn man sich das heute anguckt, weiß man natürlich, wie unbeholfen das alles sein musste. Was man Maßnahmen des Protestes, um nicht zu sagen Gegenmaßnahmen, für erforderlich hielt. Es war aber eben doch der Versuch, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten etwas zu vermitteln von der Erregung, die die Stadt erfasst hatte, und von dem sich wirklich ärgern über die Widersprüche zwischen dem immer wieder zitierten Vier-Mächte-Status und der Tatsache, dass die Westmächte sich nicht in der Lage sahen, gestützt auf diesen Vier-Mächte-Status, mehr als einen verspäteten Protest loszulassen. Wir hatten überlegt, ob man das machen soll. Und wir sind dann zu dem Ergebnis gekommen, die psychologische Lage erfordert es. Wir glauben, dass es notwendig ist, damit die Leute in Washington aufwachen und die Dimension sehen. Und das Risiko, den amerikanischen Präsidenten etwas seltsam zu berühren und Ärger in Bonn zu machen, weil die natürlich in Bonn gesagt haben, wie kommt der eigentlich dazu, direkt mit dem amerikanischen Präsidenten zu korrespondieren? Das ist Sache der Bundesregierung. Dabei hatten die aber übersehen, dass der oberste Souverän in Berlin eben der amerikanische Präsident, der französische Staatspräsident, der britische Premierminister ist oder die britische Königin ist. Das war also ein bewusster, sehr genau überlegter Schritt, um das Realitätsgefühl herzustellen. Konrad Schumann hat mit seiner Gruppe wieder Wachdienst an der Grenze. Ich habe dann ab 14 Uhr meine Fluchtvorbereitung getroffen. Und habe ich ziemlich viel am Draht von aufgehalten, habe ab und zu mal mit der linken Hand ein bisschen nach unten gedrückt, den Draht, weil er da ziemlich hoch war, habe die scharfe Munition aus der Maschinenpistole genommen und die Trommeln gewechselt, unbemerkt von meinen Untergeben, also den Genossen. Habe mich voll auf die Flucht konzentriert, was eine unwahrscheinlich starke nervliche Belastung war, ohne dass es dann von jemand gemerkt hat, weil es war ja gefährlich. Ungefähr so 2 Stunden gedauert. In der Zeit war ich sehr nervös, habe eine Zigarette nach der Arme geraucht. Dann fährt der Westberliner Polizeiauto rückwärts her und in dem Moment bin ich dann gesprungen. Polizeiauto rein und dann war auf der westlichen Seite war ein Riesenhallo und also die Bevölkerung ist sofort umgeschwenkt.
Und dann mit dem Polizeiauto sind wir dann ins Polizeirevier. Und das war dann auch mal eine Lösung für mich, weil die nervliche Belastung hätte ich bald nicht mehr ausgehalten. Donnerstag, 16. August. An mehreren Stellen der Stadt beginnen Maurer und Betriebskampfgruppen damit, die Drahtsperren durch Mauern zu ersetzen. Die Häuser, die direkt auf der Grenze stehen, werden zugemauert. Die verbliebenen Übergänge erhalten ein kompliziertes System von Betonschikanen. Die Bild-Zeitung belegt den Unmut der Berliner über Washington, London und Bonn. Doch rein völkerrechtlich hatte die Bundesregierung keinen Einfluss auf die Lage in Berlin. Die Haltung der Bundesregierung war erstens unsicher. Zweitens schon überschattet von dem beginnenden Wahlkampf und drittens empörend für die Berliner unter dem Gesichtspunkt, dass Adenauer den sowjetischen Botschafter kommen ließ, um zu sagen, Friede, Freude, Eierkuchen, alles ruhig, alles nichts Besonderes. Adenauer zögerte ja, nach Berlin zu fahren im unmittelbaren Anschluss an den Mauerbau. Er sagte, er befürchtete, dass dadurch eine solche Emotionalisierung in Berlin eintreten könnte, dass die Menschen sich zu unbesonnenen Handlungen hinreißen lassen würden. Und ganz sicher war das auch nicht völlig auszuschließen. Er ist ja dann, wie Sie wissen, an dem Montagabend auch noch unglückseligerweise sogar nach Regensburg gefahren, hat also sein Wahlprogramm, das geplant war, durchgeführt. Er hatte sozusagen jeden Termin schon im Kopf. Wo gehe ich am 14., 15., wo gehe ich überall hin, was rede ich? Er hatte seine Hauptpunkte schon zusammen, denn er wollte die Wahl gewinnen. Er ließ sich eben sozusagen durch dieses Ereignis, das störte eigentlich zunächst mal auch in diesem Kontext, nicht? Die Zurückhaltung der Bundesregierung bringt die Emotionen der Berliner zusätzlich in Wallung. Rund 250.000 Menschen versammeln sich am Nachmittag des 16. August zu einer Protestkundgebung vor dem Schöneberger Rathaus. Sie erwarten eine Stellungnahme ihres Bürgermeisters. Doch der hat nicht viel in der Hand, was den Leuten Mut machen könnte. Ein Regime des Unrechts hat ein neues Unrecht begangen, das größer ist als alles zuvor. Die Verantwortung dafür trägt der Osten. Aber mit dieser Feststellung können wir uns nicht begnügen. Das Ergebnis eines schreienden Protests kann nicht ein papierener Protest sein. Während Brandt in West-Berlin versucht, die aufgebrachten Bürger zu beruhigen, erregt sich hier in Washington der Präsident über den Brief des Bürgermeisters. In seiner ersten Wut beschimpft er Brandt als unverschämten Nörgler. Doch die Journalistin Margaret Higgins, eine Freundin Deutschlands, stimmt den Präsidenten um. Kennedy erkennt, dass er die Stimmung der Berliner offenkundig falsch beurteilt hat und er beschließt nun, seinen Vize Johnson an die Spree zu schicken. Der Texaner soll den Menschen in Berlin versichern, dass die USA gewillt sind, ihre Freiheit zu verteidigen. Und weiterhin beschließt der Präsident, die 8. Division nach West-Berlin zu schicken. Er demonstriert damit das Recht Amerikas auf freien Zugang nach Berlin. Freitag, 18. August. Zu beiden Seiten der Sektorengrenze sind Lautsprecherwagen aufgezogen und liefern sich lautstarke Rededuelle.
Die Botschafter Großbritanniens und Frankreichs machen Besuche im Schöneberger Rathaus. Sir Christopher Steele stellt Truppenverstärkung der britischen Garnison in Aussicht. François Seydoux überbringt die Grüße General de Gaulle. Währenddessen haben die Westberliner Mühe, sich mit dem neuen Zustand abzufinden. Endstation Bernauer Straße. Ja, das ist eine schöne Endstation hier. Das kotzt den Adi herzufahren. Ja, sagen Sie mal, wie lange und oder wie oft fahren Sie denn nun jeden Tag hier an die Mauer? Viermal fahren wir hier an der Mauer. Für mich drückt es sehr drückend, weil mein Bruder dort drüben wohnt. Ich wünsche jedem Westdeutschen, dass er einmal hier herüberkommt und sich das wirklich ansieht. Samstag, 19. August. Um 17 Uhr kommen Vizepräsident Johnson und General Klee in der geteilten Stadt an. Über 1 Million Westberliner sind unterwegs, um sie gebührend zu empfangen. Kennedy möchte Sie wissen lassen, dass die Verpflichtung, die er übernommen hat, für die Freiheit von West-Berlin und für die Rechte des Westens auf freien Zugang nach Berlin nach wie vor besteht. General Klee ist bei den Berlinern beliebter als irgendein anderer Amerikaner. 1948 garantierte er mit seiner Luftbrücke die Lebensfähigkeit und Freiheit West-Berlins. Sonntag, 20. August. Um 6.30 Uhr fahren die ersten Wagen des US-Konvois auf das Hoheitsgebiet der DDR. 1500 Mann der 8. Infanteriedivision aus Mannheim sollen das Recht auf freien Zugang nach West-Berlin demonstrieren und die Berliner Garnison verstärken. Präsident Kennedy ist über Telefon direkt mit der Baracke am Grenzübergang verbunden. Für ihn ist die Aktion auch ein Test, ob die Russen einen Krieg um Berlin riskieren wollen. Aber die Abfertigung wird lediglich aufgehalten durch das Fehlen eines Soldaten, der hinter einer Munitionskiste eingeschlafen war. Gegen 13 Uhr treffen die ersten Wagen in Berlin ein. Aufatmen in Washington und Bonn und überschäumender Jubel in Berlin. Jubel für einen Vorgang, der angesichts der aufmarschierten Ostblock-Divisionen nicht mehr sein kann als ein symbolischer Akt, doch für die demoralisierten Menschen von großer Bedeutung. Die Verstärkung unserer Truppen in Berlin war wirklich nur eine symbolische Demonstration. Wir waren entschlossen, die Sicherheit der Westberliner Bevölkerung zu gewährleisten. Wir glaubten nicht, dass die Mauer selbst eine direkte Bedrohung ihrer Sicherheit darstellte. Aber es gab da einige Nervosität, wie man sich denken kann, unter den Westberlinern, ob nicht ihre eigene Sicherheit von den Ereignissen betroffen war. Dienstag, 22. August. Um 9 Uhr kommt Bundeskanzler Adenauer auf dem Flughafen in Tempelhof an. Herr Bundeskanzler, ich darf Sie namens des Senats, des Abgeordnetenhauses und der Bevölkerung von Berlin begrüßen. Es wird für den Chef der deutschen Regierung sicherlich von Interesse sein, wie sich die Maßnahmen, die Unrechtsmaßnahmen des 13. August in dieser Stadt ausgewirkt haben und als wie tief wir den Einschnitt empfinden, der durch diese Maßnahmen im Leben dieser Stadt und im Leben unseres Volkes erzielt wurde. Ich weiß noch ganz genau, dass wir in Berlin gesagt haben, der Vizepräsident Johnson kommt schneller über den Atlantik als Adenauer über den Rhein. Der 13. August und die folgenden Tage haben an die Nerven
und an die Herzen der Bewohner Berlins schwere Anforderungen gestellt. Am schwersten getroffen sind die Deutschen im Ostsektor von Berlin und in der Zone. Über Rias habe ich Ihnen an jenem Sonntag mein und aller Deutschen tiefes Mitgefühl ausgesprochen. Ich habe mit Konrad Adenauer über dieses Thema mehrmals gesprochen. Ich war ja der Meinung, er sollte sofort nach Berlin gehen. Das hätte auch zu keiner Explosion geführt. An der Mauer wird der Kanzler von Lautsprechern der DDR-Propaganda begrüßt. Guten Tag auch, Herr Bundeskanzler. Wir nehmen uns die Freiheit, Sie hier herzlich zu begrüßen. Sie kommen zwar spät, aber immerhin, Sie kommen. Gelange Sie, Herr Doktor, entschuldigt auch Ihr Schein. Wir schlagen vor, sehen Sie sich hier alles genau an. Und wenn Sie alles gesehen haben, dann überlegen Sie auch mal, ob es Sinn hat, gegen uns zu toben. Wir haben gehandelt. Wir waren so frei. In diesem Sinne eine gute Heimreise, Herr Adenauer. Am selben Tag reduziert das DDR-Innenministerium per Erlass die Anzahl der Übergänge von 13 auf 7. Für Ausländer, also auch für Angehörige der alliierten Streitkräfte, bleibt nur noch ein Übergang an der Friedrichstraße, der als Checkpoint Charlie international berühmt wird. Auch gegen diese neue Schikane protestieren die Westmächte nur routinemäßig und unterwerfen sich damit zum ersten Mal der Anordnung eines DDR-Ministeriums. Nach Ansicht des Senatssprechers Egon Bahr ein erster Schritt zur Anerkennung der DDR. Hier war etwas Groteskes eingetreten. Die DDR gab es bekanntlich überhaupt nicht, jedenfalls nach unserer Theorie. Sondern es gab die verantwortlichen vier Mächte. Und jetzt kommt ein Innenminister der sogenannten Regierung der DDR, die es gar nicht gibt, der hieß noch Karl Maron, und gibt den drei Mächten mit ihren originären Rechten, den Siegern, Befehle. In Form von Anordnungen, die er trifft. Und siehe da, die drei Mächte parieren. Eine stärkere de facto Anerkennung der DDR durch die drei Mächte hatte es nie gegeben und hat es auch später nicht mehr gegeben. Man mag die Amerikaner schelten, dass sie nicht scharf genug reagiert haben. Wenn man aber von ihnen erwartet hätte oder verlangt hätte, dass sie an der Sektorengrenze mit militärischen Mitteln einschreiten, dann muss man auch bereit sein, den Bürgern zu sagen, dass man die Konsequenzen, nämlich einer unter Umständen sehr schnell ablaufenden militärischen Steigerung, also was man Eskalation nennt, auch auf sich nehmen müssen. Da haben so viele Leute klug dahergeredet. Aber ich halte mich immer an ein altes lateinisches Sprichwort. Quid quidagis prudente ragas agrespice finem. Was du tust, tue ich klug und denk an das Ende. Und gerade bei einer Entscheidung, die mit einer so hohen Verantwortung belastet war, musste man nicht nur an den nächsten Schritt denken, dem vielleicht eine gefühlsmäßige Aufwallung nahegelegt hätte mit amerikanischen Panzern, die den Mauerbau auch niederwalzen, sondern dann auch an die möglichen Gegenmaßnahmen. Und wenn einmal geschossen wird, dann kann man zwar den Anfang bestimmen, aber das Ende hat man nicht mehr unter Kontrolle. If you knock down the wall, wenn man die Mauer niedergewalzt hätte, hätten sie sie 50 oder 100 Meter zurück wieder aufgebaut. Wie weit soll man denn nach Ostdeutschland eindringen, um die Mauer immer wieder einzureißen, die sie immer wieder aufbauen könnten? Nun, darüber hinaus ist es, was die Regime in Osteuropa ihren eigenen Völkern antun, nie eine Frage von Krieg und Frieden zwischen Ost und West gewesen. Tatsache war, dass der Präsident zu keiner Zeit darauf vorbereitet war, im Hinblick auf Ost-Berlin Gewalt anzuwenden. Und da das so war, wäre es ein Bluff gewesen, Ost-Berlin als einen Platz einzubeziehen, für den wir bereit gewesen wären zu kämpfen. Als die Mauer schließlich stand, gab es niemanden, von keiner Regierung, von keiner Stelle in West-Berlin, der Präsident Kennedy vorgeschlagen hätte, mit Gewalt gegen die Mauer vorzugehen. Das zu behaupten, wäre ein Bluff gewesen, und zwar ein kalkulierter Bluff.
and a divisive bluff. Forderungen dieser Art hat es sehr wohl gegeben, doch sie drangen offensichtlich nicht bis Washington. Ein weiterer Erlass aus Ost-Berlin. West-Berliner Bewohner sollen nicht näher als 100 Meter an die Grenzsperren herankommen. Diese Forderung bringt die Westmächte schließlich doch noch zu einem gemeinsamen Vorgehen. Um 13 Uhr tauchen in allen drei Sektoren Militärfahrzeuge auf und patrouillieren, feldmarschmäßig ausgerüstet, unmittelbar an der Sektorengrenze. Auf ein Zeichen dieser Art hatten die Westberliner seit dem 13. August gewartet. September 19. General Lucius Clay kommt als Sonderbotschafter Kennedys in Berlin an. Er ist entschlossen, alle Rechte des Vier-Mächte-Status auszunutzen. Vor allem möchte er die Russen dazu zwingen, deutlich zu machen, dass sie die Verantwortung für die Vorgänge in Ost-Berlin tragen. Das gelingt am 22. Oktober besonders deutlich, als der US-Missionschef Alan Leitner am Checkpoint Charlie von Volkspolizisten daran gehindert wird, mit seinem Privatwagen nach Ost-Berlin zu fahren. Zunächst eskortieren schwer bewaffnete Infanteristen Leitner mehrmals durch die Grenzsperren und dann lässt Clay Panzer auffahren. Am nächsten Tag versucht es Leitner noch einmal. Die Volkspolizisten bleiben hart. Clay setzt alle Panzer ein, die er zur Verfügung hat. Schließlich gehen auf der gegenüberliegenden Seite russische Panzer in Stellung. Clay hat erreicht, was er wollte. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit haben die Russen gezeigt, dass sie die Herren in Ost-Berlin sind. In diesen Tagen, im Oktober 61, stand die Welt am Rande eines atomaren Krieges. Wir wissen heute, dass die Kommandeure beider Seiten damals den Befehl erhielten, ihre Panzer notfalls einzusetzen. Die Szenerie am Checkpoint Charlie war auf deutschem Boden aber nicht nur Höhepunkt des Kalten Krieges, sondern auch schon Anfang seines Endes. Denn der Mauerbau zerstört die Illusionen derer, die noch glaubten, wenn die Alliierten sagten, sie verteidigten die Freiheit von Berlin, dann hieße das die Freiheit des Vier-Mächte-Status ganz Berlins und damit das Symbol der deutschen Einheit. Gemeint war aber immer nur die Freiheit West-Berlins. Was bleibt, ist jenes Stück Beton, von dem sein Pate Erich Honecker lakonisch meint, die Mauer werde erst dann fallen, wenn sie nicht mehr nötig sei. Wer da noch hoffen will, der muss sich an ein anderes Zitat erinnern. Die deutsche Frage, heißt es, bleibt so lange offen, wie das Brandenburger Tor geschlossen ist. Diese DDR existiert und sie hat sowohl die Macht als auch, das erkannten manche erst später, selbstverständlich das Recht, die Grenzen so zu sichern, wie sie es für richtig halten. Und das haben wir gemacht. Innerhalb der SED waren wir uns damals eigentlich im Klaren, dass der Mauerbau eine politische Niederlage für das System der DDR war. Ich könnte mir vorstellen, dass die Mauer eines Tages fällt, wenn der Zustand in Europa und zwischen den beiden deutschen Staaten so ist, dass man sie eben nicht mehr braucht, weil der Verkehr hinüber und herüber so ist, dass keine Seite mehr Angst zu haben braucht und die Menschen im Prinzip dort bleiben, wo sie sind. Die Maßnahmen haben Frieden in Europa und in der Welt sicherer gemacht und Voraussetzungen geschaffen für die weiteren Schritte, die viel später gekommen sind, aber doch gekommen sind.
dass die Mauer friedenssichernd wirkt, ist wohl ebenso verfehlt, als dass sie friedenstörend wirkt. Sie ist der sichtbarste, konkreteste Ausdruck der Unterlegenheit des kommunistischen Gesellschaft- und Staatssystems. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, die Berliner werden uns das nie verzeihen, wahrscheinlich. Es war irgendwie unvermeidlich. Tut mir leid. Danke. Das steht dort, das schreckliche Ding, bis sich mal in Europa was bewegt zwischen den Teilen. Wenn sich da was bewegt, kann es zwischen den Teilen Deutschlands besser werden. Dann auch mit Auswirkungen für Berlin, vorher leider nicht.